Eine Kugel rollt auf einer horizontalen Ebene mit 5 Meter pro Sekunde. Wie hoch kann sie auf einer schiefen Ebene hochrollen, wenn wir alle Reibungen vernachlässigen? Hier die Angaben. Die Kugel rollt auf dieser horizontalen Ebene mit der Geschwindigkeit v von 5 Meter pro Sekunde. Anschließend rollt sie auf einer schiefen Ebene hoch und was wir suchen, ist diese maximale Höhe Hmax, die die Kugel erreichen kann. Wir drücken diese Höhe Hmax in Meter aus. Da die Geschwindigkeit der Kugel in diesem Moment, wo die maximale Höhe erreicht ist, gleich 0 ist, ergibt das Energieerhaltungsprinzip, dass die kinetische Energie der Kugel auf der horizontalen Ebene gleich ist zur potenziellen Lageenergie der Kugel in diesem Moment. Um diese zwei Energien zu bestimmen, nutzen wir diese zwei Formeln und somit führt das zu dieser Gleichung. Mv² halbe gleich m mal g mal Hmax. Wir sehen, dass wir die Masse der Kugel nicht brauchen, denn wir können diese Gleichung durch m teilen. Und somit führt die Gleichung zu dieser. Die maximale Höhe, die wir suchen, ist gleich zu v² geteilt durch 2 mal g. Jetzt ersetzen wir v durch 5 und g durch 9,81. Und somit führt diese Rechnung zur maximalen Höhe von 1,274 Meter.